Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stela. Warum das so lange gedauert hat mit der zweiten Folge, will ich kurz erklären. Und zwar hat irgendjemand mein Video geclaimed und sich die Rechte für sich gegönnt. Also sozusagen gesagt, ich benutze was ihm gehört, und deswegen wollte er die Monetarisierung dafür haben. Ist jetzt nicht so, dass ich viel Kohle mit den Videos mache, eigentlich gar nicht so. Also da kommt wirklich nicht viel bei rum. Aber es ist natürlich frech, das einfach zu machen. Das war irgend so ein arabischer Kanal, ich habe keine Ahnung. Konnte ich auf jeden Fall lesen, war auf jeden Fall irgendwas aus dem arabischen Raum. Und das musste ich dann melden, das hat hin und her gedauert. Und überhaupt Leute das machen können. Ich meine, jeder Normale konnte ja sehen, dass das nur meine Stimme war mit dem Spiel. Wenn es jetzt der Hersteller des Spiels gewesen wäre, kein Problem, hätte ich sofort runtergenommen. Aber irgendein Wildfremdes habe ich keine Lust zu. Nun gut. So ist das gelaufen. Konnte ich nicht ändern. Aber jetzt ist es, wie gesagt, die haben das wieder freigelassen und haben denen eine Abmahnung gegeben, der anderen, deswegen durfte ich mein Video wieder hochladen, und jetzt kommt deswegen auch erst der zweite Teil, weil ich keine Lust hatte, irgendwas vorher weiterzumachen, bevor ich nicht mal weiß, ob ich das weiterspielen kann. Wisst ihr, was ich meine? So, aber jetzt geht's mal weiter, gucken wir mal, was denen noch passiert. Hui, das sieht auch cool aus. Also, grafisch ist es schon cool, und ja, danke nochmal für den Tipp, hat mir jemand gesagt, das ähnelt sehr Inside, und das ähnelt wirklich sehr Inside. Oh, auch gerade der Anfang. Oh, na, schaffen wir das? Ja, oh, gerade geschafft, ne? Und in Zeit war ja schon cool, deswegen habe ich gerne gespielt. Das hier ist ein bisschen so ähnlich, nicht genauso, so ein bisschen. Warten wir uns frei runterkommen. Also ich finde es wirklich allererste Sahne, grafisch, das macht mir echt Spaß. Da kann ich lange geschützt stehen. Was greift uns denn an? Greifen uns die Römer an? Oh. Was mitnehmen? Jetzt warten. Okay, los. Was für ein Schlepp ist. Laufen werden hier wieder. Das ist echt cool gemacht. Ich finde es echt cool gemacht. Ich hoffe, der Sound ist besser jetzt. Ich habe den Ton ein bisschen leiser gemacht. Ich hoffe, es geht so. Weiß es aber nicht. Wie wir sagen. Das ist da irgendwie so ein Gerät, was man anschalten kann, aber... Ah, da ist ja was los. Das ist echt doof. Was macht sie denn da? Sie dreht irgendwie richtig. Monolith, da kann man es auch hinter verstecken. Oder vielleicht auch eher nicht. Oh. Oh. Brandpfeile überlebt. Und dann runtergefallen und tot. Nein. Hoffe nicht. Oh. Da kommen. Oh, da kommen die Evox. Können die Evox sein? So ein bisschen sehen die so aus, oder? Yeah.
hier hingestellt. Was sollen wir hier? Wie immer laufen wir erstmal weiter. Frage, in welche Richtung? Das ist natürlich die falsche. Sind nicht noch ein bisschen schneller können sie nicht? Können sie ruhig mal laufen, finde ich. Kann sie aber leider nicht. Ah, geht's hoch? Komme ich aber nicht einfach so hoch. Das heißt, wir müssen diese Bank damit hinschleppen. Müssen raus. Immer stehen. Ja. Okay. Kommen wir drauf. Gut. Oh. Nein, nicht schon wieder diese Viecher. Kommen sie da hoch zu uns? Aber wahrscheinlich, ne? Muss schnell sein. Die waren eklig, die Viecher, waren nicht. Geht's nicht weiter? Muss ich hier irgendwas machen? Händnis, was ist das? Ein Loch im Boden. Aber warum habe ich jetzt ein Loch im Boden? Macht das was Sinn? Muss ich mal runter? Weil die Viecher jetzt weg sind oder was? Ja, da, was tue ich? Jetzt können wir auch da runter. Ja. Oh. Kann man nichts machen hier. Wo sind die Viecher? Sind die alle runtergefallen? Gut für uns? Vielleicht für die. Sieht aus wie so ein riesen, was ist das? So ein Tempel, ne? Ahnentempel oder sowas? Auch runter, würde ich sagen. Weiterziehen? Ja, okay. Gut. Wo muss ich denn hinbringen? Auf die andere Seite? Da müssen wir hoch, okay. Auch nicht verkehrt. Dann da hoch. Yes. Man weiß immer noch nicht, worum es da geht, was überhaupt passiert ist und gar nichts, ne? Also, das ist immer so ein bisschen spannend bei den Spielen. Das ist ein bisschen was Ägyptisches, so Pharaonenmäßig. Okay, auskippen. Oh. Oh nein. Okay, dann müssen wir überlegen, wie wir das machen. Das ist ja... Ich kann... Ah! Was ist denn da los? Ich dachte, ich könnte da durch, aber kann ich gar nicht. Okay, dann müssen wir was anderes... Oder so vielleicht? Kann man nicht wieder hoch, ne? So, da steht das eine Ding drauf und ich muss auf dem anderen stehen, vielleicht einfach nur. Au.
okay. Nein. Shit. Ich kann nur ein Teil hinstellen. Gleichzeitig gedrückt sein, dann müssen die gar nicht. Mann, jetzt zerquetsche ich eine Kakerlake. Oh yeah, jetzt fängt es an wie Prince of Persia hier. Prince of Persia. Oh, jetzt wird's spannend. Diese Riesenrolle da. Draufdrücken. Okay, die vier kommen auch zu uns, ja. Wie weg ist es? Ich frage, wie lange das Ding anbleibt. Nicht lange, okay. Das haben wir doch gut hinbekommen. Da hoch sollen, okay. Ist mir dann jetzt zum Schluss das eingefallen? Okay, aber clever. Okay, aber das ist ja machbar. Dass man sich da an diesem Riss festhalten soll, ist auch clever gemacht. Aber auch echt leiden, die gute Frau. Die muss echt leiden. Jetzt mal in der Wand entklommen. Müssen wir nicht entkommen, dieser Wiese. Klommen habe ich's.
Na? Boden? Sieht so rechtlich aus. Ah, okay. Das war nicht so clever. Ah, ich muss noch runterfahren, okay. Ich dachte, ich könnte da noch ausweichen, das konnte ich wohl nicht. Hast du diese Feuersachen? Finde ich immer so ein bisschen nervig. Wollen wir die mitnehmen? Ah, guck mal hier. Guck mal. Ich dachte, ich wollte eigentlich die Feuerschale schieben, das konnte ich auch gar nicht. Ah, guck mal, jetzt kommen wir so, okay. Ja, das war jetzt auch nicht so. War eigentlich relativ easy. Ach, guck mal, so ein. Das ist so ein. Hä? Hier, wie nennt sich das? Schattenrätsel, ne? Geht so zurück? Was hier machen? Müssen doch da runter nochmal. Erst mal. Ach, da kann ich rübergehen, okay. Was ist denn? Ein kleiner Felsen mit hier. Liegt ja nichts, das Ding. Glaube ich. Dann können wir da hinten hochklettern, glaube ich. Okay, sind wir da oben? Aber ich kann nichts machen. Mehr holen? Wir nehmen können? Oder hätten wir in diese Richtung gehen müssen? Können wir nicht hoch? Okay, das ist ja merkwürdig. Kann da nicht hochspringen, ne? Doch, da! Ah, okay. Ah, okay, man kann auch seitlich so ein bisschen springen. Na, gut zu wissen. Oh nein! Oh, ich bin nicht tot. Okay. Laufen wir mal wieder. Lola rennt. Das sieht nicht so positiv gestimmt aus. Also, das ist einfach mal. Okay. Das ist einfach mal eine Riesententakel. Und da hat man anscheinend nicht nur einen davon. Ja. Ein bisschen gruseliges Ding. Müssen wir ein bisschen schneller gehen als hier. Thank you.
kommen. Arschlaut. Okay, ich gehe erst hoch. Aber wir können gar nicht wegspringen, das schaffen wir gar nicht. Springen, weiß ich gar nicht. Oh, es geht um das Ding. Nein. Weißt du, schon Zeit verplant hier. Aber wo soll man denn da hinlaufen? Ich muss eigentlich in eine Richtung hier laufen. Das ist der Sinn. Das war normal. Dass ich irgendwie zurück kann muss. Musik und wirklich ekliges Viech. So, jetzt haben wir alles. Feuergegend, Eisgegend. Und durch den Matsch sind wir auch schon gelaufen. Wo sind wir denn hier gelandet? Trotzdem wissen wir noch nicht, was sie machen soll. Warum sie läuft. Wo wen rennt sie davon? Da steht so ein komischer Kasten. Das ist auch wieder so eine Skulptur.
lustiges Viech da hinten. Okay, da können wir uns nichts anhaben. Kennt man auch schon aus anderen Spielen sowas. Warten wir kurz ab. Wenn sie mit Lärm ablenken, dass man irgendwas hinwerft. So, wir laufen. Wir sind verdammt schnell, glaube ich. Okay. Ob sie weiter weg sind? Oh, okay. Da muss man wirklich schnell sein. Okay, ah, das Ding ist echt schnell. Okay. Nein. Zurück! Zurück! Oh, man kann nicht zurücklaufen, man kann nicht zurücklaufen. Scheiße, was ist das denn? Er muss irgendwo anders hin. Da ist eine gute Richtung. Na, lauf. Oh. Eieiei. Schon so ein bisschen nervig, ne? Bitte nicht, bitte nicht abbrechen, Ast. Ja. So ein bisschen entkommen den Viechern. Fallen. Kann nichts passieren. Wir hüpfen darüber. Da nicht hoch? Einfach sagen, irgendwie kann man das Ding da bestimmt schieben. Jetzt kommen wir da längs, okay. Ah, okay. Na, hält die Brücke uns aus? Ah, ich bin ein Leichtgewicht, ne? 40 Kilo. Oh, in die Richtung. Die Viecher gleich nochmal näher. Kommen bestimmt gleich nochmal. Da hinten sehe ich doch schon die. Okay. Testen wir mal. Das kommen wahrscheinlich gar nicht rüber gleich. Lass uns das gleich mal regeln hier. Kann ich hoch? Ach. Ein Wunder, dass ich da nicht hochkommen sollte. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt so runtergehe wieder, dann. Ja, okay, habe ich schon gedacht. Diesen Gong erstmal da gongieren anscheinend. So, das Ding kann man doch bestimmt dagegen ballern. Dann sind sie alle weg, okay. Gut zu wissen. Schlimm. Dann können wir wahrscheinlich schneller hier runterkommen.
dann können wir wahrscheinlich auch laufen. Kommen die schon? Nee, ne? Schaffe ich das noch, bevor die wieder zurückkommen? Vielleicht können wir es nicht schaffen, wenn den Gong nicht läuten würde. Da kommen sie schon wieder, okay. So, hier, Feuer mögt ihr wahrscheinlich auch nicht. Glaub dich mal. Ist auch noch so ein Gong. Den können wir auch nochmal Gong machen. Ja. Oder auch nicht. Hey, jetzt geht's acht. Ja, können wir nicht. Was? Muss man auch irgendwie schlagen können, oder nicht? Hm. Also, wie kann man den denn da... dagegen schlagen? Ach doch, da oben ist doch, da sieht man das aus, das Band leuchtet doch so ein bisschen, ne? Ich muss schon im Band was machen. Ja. Hoch kann ich auch nicht. Okay. Oh, warte, drück. Ah, das brauchen wir, okay. Siehst du, eine Fackel brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Feuer wahrscheinlich auch. Und dann müssen wir nach oben und vielleicht das Seil lösen. Ja, das macht Sinn. Gar nicht so schwer, super. Vergongt noch eins. Seil angezündet. Gongt noch eins vor allen Dingen. Ich bescheuere die Sprüche. Okay. Gut überstanden. Auch da? Und besser geht's doch gar nicht. Eiszeit vielleicht auch schon bald überstanden hier? Ne, da kommt einer. Der will mich schnappen. Ich kletter schnell hier rauf. Nein. Ich springe! Eieiei. Gehen wir an. Bei gerabenen Bestien kommen. Eieiei. Schreit er noch an mir. Zurück! Zurück! Wie Leonardo DiCaprio bei Titanic, ne? Ne, sagt sie, ne? Ne, er sagt das nicht. Die Tante sagt, dass sie 30 mal mehr Platz auf der Tür hatte als er, aber naja. Zug nach oben bekommen und wahrscheinlich von oben runterschmeißen lassen. Also schon ein bisschen offensichtlich, was man machen muss teilweise. Aber naja. Sollen ja nicht allzu schwer sein, die Rätsel, ne? So. Ist das Ding? Muss ich hier dran ziehen? Nein! Was mache ich? Oh, wie dumm war das denn bitte? Wie dumm war denn bitte das? Habe ich das Ding schon drauf? Ja, okay. Das war wirklich bescheuert von mir. Halte ich da runter, ey. Das hätte man auch sparen können, den kleinen Weg. Naja. War wirklich bescheuert. Oh,
nochmal das Ganze. Gong können wir jetzt bestimmt da runter schieben einfach. Davon gehe ich aus. Würde mir am meisten Sinn machen. Raufgehen? Geh nicht runter, okay. Können wir hier irgendwie runterklettern? Können hier runterlaufen? Scheiße, muss ich echt den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist natürlich nervig. Nein! Ich bin leider runter, Mann. Das wird sich schon mal aufspringen, ne? Das müssen wir beeilen. So lange hält der Gong ja nicht an. Auch krass, dass ich viel zu langsam war. Mal sehen. Noch sehe ich die nicht kommen. Aber ich habe schon eine enge Kiste. Aber es passiert gar nichts. Jetzt rennt sie nochmal. Oh, da hinten hüpfen wir schon. Lauf! Nee, lauf! Also. Haben wir das? Das ist echt schnell, ne? Mädel, lauf schneller! Lauf schneller. Können wir reinkommen? Nein, wir können reinkommen. Okay, gut zu wissen. Lauf mal schneller. Da kommen sie. Da kommen sie schon wieder. Wir wissen, dass wir da ankommen, aber was muss man denn machen? Wir haben ja so ein... Da wäre oben eine Kiste drauf, vielleicht muss ich die irgendwo hinschieben. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Okay. Lauf. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Okay. Hier. Ja. Das ist clever gemacht. Leute, ich wollte springen. Ah, okay, ich kann nie. Also, warum er gerade nicht gesprungen ist. Was ist nett? Was ist nett? Der ist nicht gesprungen. So, die blöden Viecher sind immer noch da unten. Oh, es wird eine ganz schön lange Folge, sehe ich gerade. Aber irgendwie bin ich gerade so im Fluss drin, deswegen mag ich gar nicht stoppen. Aber wir hören aber gleich auf. Ich denke mal, wenn wir das neue Gebiet gleich erreicht haben. Wieder wie so ein Übergang aus hier. Dann machen wir ein Päuschen und warten auf die nächste Folge. Warte mal. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir eine Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.